Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Trump feiert zum Unabhängigkeitstag. Auch in Washington griff der US-Präsident die Antirassismusbewegung scharf an. Es gelte, amerikanische Werte vor radikalen Linken, Plünderern und Provokateuren zu verteidigen. Für die weitgehend maskenlosen Anhänger gab es dann eine große Flugshow und allen Appellen der Stadtverwaltung zum Trotz ein üppiges Feuerwerk. Parlamentswahl in Kroatien. Im Schatten der Corona-Pandemie sind 3,8 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Nach den letzten Umfragen zeichnet sich ein knappes Ergebnis zwischen den regierenden Konservativen und den oppositionellen Sozialdemokraten ab. Seehofer will kostenlose Corona-Tests für alle. Bislang gäbe es keine Klarheit über das tatsächliche Infektionsgeschehen, sagte der Bundesinnenminister der Welt am Sonntag. Bayern finanziert als erstes Bundesland Corona-Tests für alle, auch ohne Symptome. Bundesgesundheitsminister Spahn warnt, dass dadurch ein trügerisches Sicherheitsgefühl entstehe. Ende der Maskenpflicht in Mecklenburg-Vorpommern möglich. Sollte es weiterhin so wenige Neuinfektionen geben, könnten Kunden bald wieder ohne Maske ins Geschäft gehen, stellte Wirtschaftsminister Glawe, CDU, in der Welt am Sonntag in Aussicht. Das Kabinett könne dies Anfang August beschließen. FC Bayern München zum 20. Mal DFB-Pokalsieger. Die Mannschaft gewann mit 4:2 gegen Bayer Leverkusen. Im Pokalfinale der Frauen besiegte der VfL Wolfsburg die SGS Essen mit 4:2 im Elfmeterschießen. Das Wetter heute meist bewölkt, in der Nordwesthälfte örtlich etwas Regen, südlich der Donau meist freundlich, Höchstwerte 19 bis 28 Grad.